Müssen sie leider killen, aber was will man machen? Ja, wie es aussieht, kommen wir durch. Ja, wir kommen gut durch, wenn keine Störungen sind. Oder wenn welche Leute hier sind. Ja, die Anzahl ist irgendwie so wenig runtergegangen jetzt, ne? Ja. Und das Blöde dabei ist, wenn du mit der Gruppe unterwegs bist, dann es kommt immer ein Gegner und es hält immer auf. Ja, ich will möglichst jetzt bald Aufnahmepause machen. Moin, rende ich die Scheiße. Und dann sage ich mal, in der Zeit lade ich dann ab morgen den dritten Part hoch, weil wir, ich weiß nicht welcher Part, ich spring mal hier runter. So. Ich weiß nicht welcher Part das hier wird, glaube ich 15 oder ungefähr so, ich weiß nicht. Das sind mindestens jetzt 2 Stunden, was ich jetzt aufnehmen würde. Und ein Part ist leider auf 10 geworden, weil mir noch 10 Minuten gefehlt haben. Ja, okay. Gut, dann mache ich das auf eine extra Folge, Part 10. Das wäre auch nicht schlimm, das wäre so ein kleiner extra Bonus für euch. Genau. So. Den ersten Abschnitt haben wir jetzt geschafft. Jetzt kommt der zweite und dann sehen wir uns an der Flotte wieder. Ich muss auch noch die Kampfdroiden, noch die Führungsstärke, Kampfführungsstärke Stufe 5, Mark 5 Trainingsdroid zerstören. Genau. Dann kriege ich wieder Punkte, also EP. Und dann will ich dann schnell auf 10, dann sind wir so Maximalstufe jetzt Gleichstand. Ja, und der Herr, kann man sagen, der Herr Kollege will jetzt einen neuen Charakter anfangen. Wenn er auf Scream, also wenn ich nicht, das ist jetzt, ich nehme das jetzt auf, ne. Der wird dann seinen Spielspaß kriegt und dann mit einem anderen Charakter anfängt. Richtig. Aber ich glaube, ich muss hier noch was machen. Hier ist noch ein Punkt oder sowas. Was ist denn da? Bin ich da gerade vorbeigelaufen, hier stimmt. Also 7 Fleischräuber oder so. Fleischräuber? Ich sehe aber keine hier. Druiden sehe ich. Ja, Druiden. Genau, Druiden, also. Umprogrammiert. 8 von. Was war das? 8 von. 8 von 15. 15. Naja. Die Leute laufen ja auch hier ständig lang, dann hast du wenige Chancen, den Bonus zu kriegen. Oder wartest, bis alle gespawnt sind, aber da ist schon mal der Ausgang, oder? Nee. Wir werden früher oder später sowieso auf 50 schnell kommen, weil da gibt es so viele Quests. Da kannst du in einem Tag nicht mal durchhalten. Ja. Aber wenn man arbeitslos ist, wie bei einem Hartz-IV-Anfänger, kannst du mindestens in 4 Monaten hast du deinen Level 50 Charakter alleine geschafft. Ja. Maximalzeit. Also mit der Gruppe wird es dann mindestens 4 Wochen dauern. Schätze ich. Alleine ist es eigentlich auch sehr schwierig. Gegen die Elite. Ja genau, gegen die Elite anzukämpfen. Manchmal schaffst du es und manchmal schaffst du es nicht. Also Elite ist immer so ein Risiko, 50-50. Also ich denke mal, Manius, du hast da auch schwer, alleine auch früher auch schwer zu kämpfen gehabt, denke ja, ich mal. Ja, da gibt es aber einen Planeten, der ab Level 50 auf 50 drauf landet. Das sind so, das ist so ein extra Planet. Aber ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, wie das, wenn ich das Raumschiff kriege, vielleicht gibt es ja jetzt neue Planeten, weil es jetzt 55 ist, oder? Das ist extra... Nochmal, keine Ahnung. So. Ich spiel mal kurz ab. Sie Weg gehabt. So, ich krieg jetzt. Ist auch noch ein Scheißteil. Gut, jetzt fliegen wir Richtung Jedi-Tempel. Erinnerung: Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. So, was muss ich da unten machen? Da kann ich wieder einen Quest abgeben. Einen muss ich noch machen.
Oh, du musst ja auch noch die Eier zerstören, aber du bist schon Level 10. Ja. Naja. So. Ich kann aber was mit meiner Waffe machen. Also was machen wir jetzt, Banyos? Oder gehen wir jetzt Coruscant oder was machen Flotte, wir ja? Flotte. Okay, dann gehen wir Flotte jetzt. Ich will noch meinen Charakter ausstatten, wenn es geht. So, jetzt zeige ich euch mal das Publikum, wie man Waffen verbessern kann. So, dazu brauche ich mein Lichtschwert erstmal. Muss ich mal ablegen. Na? Ja. So. Ich denke mal, ihr habt viel Spaß und wie gesagt, wir sind auf Richtung Coruscant und so. Ja, erstmal stellen wir mal die nächste Aufnahme die Flotte vor. Ja. Was ist denn hier los? Das kommt da rein, das kommt da rein. So. Hinzufügen. Am Werben. So, ich habe jetzt ein besseres Lichtschwert dafür. Also das heißt, mein Lichtschwert macht mehr Schaden. Das ist so ein extra Beispiel, wie bei Das Chaos, so blutsiegelmäßig gemacht wieder. Also ist jetzt verbessert worden, die Waffe. Mit 4 Updates drauf. Okay. So, jetzt muss ich hier noch einen Quest machen. Wenn endlich mal hier irgendwas funktionieren würde. Hier ist immer was gemacht worden, ne? Ah, jetzt. So, mache ich den auch mal schnell. Legen. Oh, ist eine Elite. Okay. Brauchst du Hilfe? Der war schon tot. Der okay. Der geht ja schnell. Wo war denn der? Naja. Ich habe keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Irgendeiner hat mir geholfen. Wer mir geholfen hat, dann schönen Dank dazu. Wenn du das Video siehst. So, ich gehe jetzt in Jedi-Tempel. Ich will endlich mal meine Skills mal aus. Ich glaube, das klappt erstmal nicht. Oder es könnte vielleicht klappen, wenn ich zur Flotte fliege, kriege ich ja noch extra EP einfach umsonst. Ja. So, jetzt habe ich hier wieder Frame-Einbrüche. So. Allerersten, was ich mache. Ach nee. Kann ich eigentlich weg. Melde dich bei Rat des Edis. Jedi. Genau, das glaube, das muss ich auch machen. Ja. Wir haben euch So. Und dann fliege ich zur Flotte hoch. Ich hätte meistens eher im Chantil, ne? Ja. Weißt du, wie die eigentlich aussieht mit den Augen, eher? Ich weiß nicht, weil ich das sehen. Möge die Macht. Mein. Beiseite. So. Ich kann ich hab ständig Dauerlags hier. Ja, ich auch. Kann man nichts machen. So, es wird Zeit zur Flotte. Darum, ich in viel Glück. Ich muss noch zum Rad. So, da ist noch ein kleines Schild. Ah, habe ich schon benutzt. Er muss zum Rad. Ich muss jetzt woanders hin. Wo muss ich denn hin? Achso, das geht da oben zum Schiff. Gut. Ich fliege schon mal vor. Er kommt schon nach. Ja, muss mir erstmal den Rad anhören, was er sagt. Um die nächste Mission zu verfolgen. Ja, der brauchte mal lange. So, ich bin immer noch Level 9, aber das macht jetzt nicht gleich was. So, ich fliege jetzt zur Flotte hin und zeige euch schon mal die Flotte.
Ja. So, wir verlassen endlich diesen Planeten. So. Jetzt kommen wieder Ladesequenzen. Oh, schönes Bild mit der Flotte. Also, es gibt hier auch neue Screenshots oder wie es aussieht. Ich rauche jetzt erstmal eine. Dann kann ich schon mal erklären, was das so ist mit der Fähigkeit. Ne? Also mit der Klassen. Das erkläre ich den Leuten jetzt auch mal. So. Einmal XP gekriegt dafür. So, Level 10 sind wir jetzt. Echt, ey. Ja, ohne das Abo zu haben, bleiben viele Dinge bei uns versperrt. Ja, nimm die Fähre zum Chorasam, steht jetzt hier oben. Ja, wir sind jetzt in der Flotte. Ja, flottenmäßig. Gut, ich zeige euch mal jetzt die Charakterauswahl. Dauert das noch lange bei dir? Nein, fertig. Echt schon. So. Kleine Ladesequenz. Gut. So, wo steht denn der Kerl? Ja, hier. Das ist mein Meister. Enteure. Geht es etwas genauer? Jedi, die Abwehr. Eure. Da geht. So, schnell durchgespult. Haben wir wieder EP gekriegt. So. Das ist die Flotte. Das ist der Treffen allen Charakteren. Hier wird das meiste ausgetragen. Ja, wieder Standbild. Ja, ich gehe jetzt runter und hole jetzt mir meine Spezialausbildung. Ja. Im Vermächtnis kann ich irgendwie nicht rein. Doch, Vermächtnisname. Ja. Ich nehme mich LP Tod. Stein. TTS. Mach ich mal Schleichwerbung hier. Jetzt habe ich wieder Standbild. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, was es ist. Jetzt weg. YouTube. Wie wird denn das jetzt wieder geschrieben? YouTube. Erstellen. Ungültiger Name, dein Name erhält ungültige Zeichen. Also. Groß- und Kleinschreibung, weißt du doch. Manius. Nee, ich habe Leertaste, also abgetrennt den Namen. Ach so. Okay. Ja, dann mache ich das so. Ich habe leider immer noch Standbild, aber ich glaube, das wird gleich korrigieren. Ja, und ich habe wieder Standbild. Das geht mir so auf den Sack jetzt. Was habe ich denn jetzt da geschrieben? Oh, schon richtig, ja. Naja, gut. TTS. Gebe ich ein großes Y ein. UU, ne? U. U. Ich weiß nicht, wie ich YouTube schreibe. T-U-P-E, ne? Ja. J-U. J-U. T. Nee, J-O. Und dann kommt das U. Ja,
erstellen. Name darf maximal 15 Zeiten. Oh, langsam, ey. Das gibt's nicht. Naja. Das ist immer das Blödeste, wenn man so langen Namen haben. Ja. Nämlich einfach OneUS LP. Okay. Ich habe einen Vermächtnisnamen. Oh, schön. Ja, jetzt habe ich Vermächtnis. Jetzt kann ich ins Vermächtnis rein. Ja, Vermächtnis. Das ist auch eine gute Sache. Aber es kostet eine Menge Credits, hier was freizuschalten. Ja, es sind so, was weiß ich, Rassen. Und dann kriege ich das alles so früher und kann man alles selber durchlesen. So, was mache ich denn hier drin? Dann bin ich ja das mal vorbeigelaufen hier. Gut, wir gehen jetzt erstmal zum Ausbilder. Zum Ausbilder war ich schon. Und ich habe da aber noch ein Quest abzugeben. Ja. Und, So, ich erkläre euch. Das finde ich. Spezialausbildung ist das. So, hier haben wir es. Also, es gibt unterschiedliche Klassen, ne? Welche ihr davon nehmt, ist eure Entscheidung. Ich erwähle Heilung und Schaden und das mit dem Doppelschwert. Ich bin dann Tank und Schaden. Heilung, ein Heiler, ja, der heilt, ne? Eben. Ja. Hat aber nur ein Lichtschwert, Rüstung leicht, hab Macht. So, klasse. Tank, Schaden. Ne? Ja. Ich nehme den Jedi-Schatten. Ich könnte jetzt schon nach Coruscant. Und ich warte jetzt nur noch auf Vanyas. So, dann kriegt man hier die Spezialfunktion. Was würde ich jetzt nehmen? Der Tank hat meistens immer Verteidigung, also Verteidigung aufblusen. So. Jetzt nehmen wir mal unser Rucksack raus. Jetzt haben wir unser Doppellichtschwert. Ich nehme natürlich als Vermächtnis meinen richtigen Namen. Als Charakternamen. Dann passt das mit beiden. Das Laserschwert, was ich habe, ist auch grün. Naja. Ich bin froh, mein Wissen mit Jüngeren teilen zu können. So. Was ist denn jetzt hier? Stufe zu niedrig. Ich echt, Stufe zu niedrig. So. Lebt wohl, junger Jedi. Ich kann mich unsichtbar machen. Ich habe neue Fähigkeiten. Okay. Ja. Und wie es aussieht, ich renne ein bisschen schneller. Naja, wir machen dann eine Spezialmission hier auf der Flotte. Aber dann die nächste Aufnahme. Ja, wo treffen wir uns dann das nächste Mal in der Kantine? Nee, wir treffen uns vor diesem Schiff, wo wir nach Coruscant. Wollen wir die extra Mission nochmal starten zum Bonus? Ja, ich denke mal. Also die meinen Bekleider, die wollen ja auch manchmal reden, deswegen mache ich das nochmal schnell. Okay. So, und dann höre ich endgültig auf. Immer diese langen Aufnahmezeiten. So. Dann kommt er da angerannt. Die KI findet wunderbar den Charakter wieder. Mhm. So. Krieg ich wieder auf Punkte. Ich habe diese. Wo stehst du denn? In der Kantine. Also in der Bar da. Und da beende ich meine Aufnahme und dann fliegen wir nicht erstmal zu Coruscant. Da gibt es eine kleine Nebenmission und das ist nämlich eine Operationsmission. Und will ich euch mal zeigen, wie die ist. Kantine? Ja, in der Mitte des Schiffes. Also, ich bin in der Mitte. Wo bist du denn schon wieder? Ja, ich bin immer noch bei den Jedi-Tempel. Ach du Scheiße. Ich dachte, du bist schon längst fertig. Du bist hier. Ach so, ja, gut. Dann machen wir das so.
Das heißt, ich fange wieder hier an der Gardine, ne? Und dann machen wir die nächste LP-Aufnahme, eine Spezialmission für die Zuschauer. Schlage ich mal vor. Ja. Ja, gut. Und danach geht's nach Coruscant und mal schauen, was der Zukunft Daniel dann sagt. Alles klar in Islamabad. Ich wünsche euch eine gute Nacht und träumt was Süßes, Schönes. Nicht über die Bandmonster beschweren und die Poltergeister mal in Ruhe lassen, wenn die Schränke wieder aufgehen. Ja, ich will mich dann auch verabschieden. Schönen Gruß da noch weiterhin und schreibt Kommentare, wenn ihr wollt. Fragen an Vanius oder so und haut rein. Ja. Tschüss. Haut rein. Tschüss. Tschüss, Wilkowski. Und alles klar in Islamabad. Gute Nacht.